versteht den Einsatz von Bring Your Own Device nicht als eine zusätzliche Hürde, mit der die Bildungsreferentinnen und Referenten irgendwie klarkommen müssen, sondern als eine Chance, mit Vielfalt im Seminar umzugehen. Also Bring Your Own Device ist bei uns im Haus gerade in diesem Technologie-Themenbereich schon relativ lange etabliert. Ich würde sagen, so Anfang der 2000er kamen die Leute mit den großen Towern, weil wir in die Seminareinladungen den Teilnehmenden empfohlen hatten, ihre eigene Hardware mitzubringen. Die meisten oder die dann mit dem Auto gekommen sind, haben das dann halt in den Kofferraum neben den Koffer gestellt und sind so angereist. Heute ist es natürlich sehr, sehr selbstverständlich, dass das Handy dabei ist, aber sie sind eigentlich gewohnt, in pädagogischen Kontexten das Handy auszulassen. Jetzt ist es so, Bring Your Own Device ist natürlich nicht nur für die Leute gut, die, ja, wie soll ich sagen, ein eigenes Gerät dabei haben, sondern es gibt auch immer wieder Leute, die haben kein Smartphone, sehr bewusst häufig auch nicht, und wollen das aber unbedingt mal ausprobieren, wie das ist. Denn da haben wir auf jeden Fall immer so einen Satz an Tablets, die wir an die Leute ausgeben können, die das ausprobieren wollen. Wir haben festgestellt, dass Leute, die ihre eigene Infrastruktur mitbringen, um damit im Seminar zu arbeiten, dass die erstens deutlich motivierter sind, was den Umgang mit den neuen Technologien angeht, weil sie sich davon sozusagen den Effekt erhoffen, nach dem Seminar etwas davon zu haben, und zwar ganz privat und persönlich für sich. Also jenseits der Kompetenz, etwas alleine zu können, nehmen sie was mit nach Hause, was ihnen eventuell weiterhilft und was sie nicht zwangsläufig verstanden haben müssen. Also wir haben im Laufe der letzten, würde ich mal sagen, 16 Jahre, wo uns das immer häufiger auf die Füße gefallen ist mit dem Mitbringen eigener Gerätschaften, gemerkt, dass es da so ein paar Dinge zu berücksichtigen gibt. Punkt 1 wäre, wir übernehmen natürlich keine Verantwortung für Ihre Hardware. Dann muss man sich so ein bisschen als Seminarleiter freimachen von Leuten, die natürlich während der Seminarpausen kommen und sagen, kannst du mir das mal eben installieren, oder ich habe da ein Problem mit XY und da kommt ständig irgendwie, das nervt und da kommt irgendwas hoch, kannst du mal gucken. Das darf man nicht zu sehr an sich ranlassen. Also man muss sozusagen nochmal klar trennen zwischen, das ist sozusagen Thema unseres Seminars und deswegen machen wir das hier mit euch. Und das ist jetzt sozusagen eine Supportleistung, und da will ich dir jetzt nicht vor den Kopf schlagen, aber da musst du dir irgendwie einen Schrauber bei dir in der Ecke suchen. Da geben wir dann häufig ein paar Tipps, zu wem man da so geht. Das heißt, Bring Your Own Device heißt noch lange nicht, dass jeder sein eigenes Gerät dabei haben muss. Es heißt auch nicht, dass alle alles können müssen, sondern Bring Your Own Device ist eigentlich auch eine Form von Differenzierung. Also du kannst halt sehr, sehr schön hergehen und also unterschiedliche Levels einzählen. Also du triffst ja auch auf unterschiedliche Plattformen. Es ist ja nicht so wie so eine Rechnerinfrastruktur, die der Hausmeister einem dahinstellt, die so für alle erstmal die gleichen Voraussetzungen mitbringt, obwohl sie alle sehr, sehr unterschiedliche Voraussetzungen haben, sondern die Geräte sind sehr, sehr unterschiedlich. Also man kommt mit sehr, sehr unterschiedlichen Betriebssystemen in Kontakt, mit sehr, sehr unterschiedlichen Datenschutzfreigaben in Kontakt, mit den Befindlichkeiten der Leute, denen diese Geräte gehören. Und es schult und trainiert und erinnert uns Teamenden eigentlich immer wieder daran, dass die Menschen nicht nur unterschiedlich sind in der Art und Weise, wie sie Dinge begreifen und auffassen, sondern auch in der Art und Weise, wie sie sozusagen mit ihrem Eigentum und so innerhalb einer Aufgabenstellung damit umgehen wollen.
dass sie alle das irgendwie anders benutzen auch. Also sie tauschen sich ja über ihre eigene Nutzung viel, viel besser aus, als würden wir ihnen sagen, so jetzt richtet euch mal das Mailprogramm ein und jetzt alle die Verschlüsselung und dann haben das alle irgendwie gleich. Das ist was anderes, als ob man unterschiedliche Apps hat und unterschiedliche E-Mail-Provider hat, weil die Teilnehmenden auch merken, es gibt gar nicht für alles eine Lösung. Und vieles muss man dann letztendlich auch so hinnehmen, wie es ist. Und gerade in so Themenfeldern, wo es immer sehr, sehr stark auch darum geht, dass Leute glauben, es sei einzig und allein von Fertigkeiten abhängig. Und wenn die allein da sind, würde man jedes technische Problem lösen können. Zeigt im Seminar allein durch diese Unterschiedlichkeit der Geräte und der Anforderungen, die die Leute da mitbringen, dass dem bei weitem nicht so ist. Und diese Erfahrung machen wir Teamenden und geben sie eben auch als Vorbilder an die Teilnehmenden weiter. Und das macht auch das macht sie auch ein wenig unbeschwerter. Ne? Entscheidend für die Frage, macht man sowas mit Bring Your Own Device oder nicht, ist eigentlich, ob man sich als Bildungsreferentin oder Bildungsreferent sicher genug fühlt, mit dieser Unterschiedlichkeit umzugehen und auch damit leben kann, dass man ein Problem nicht lösen kann. Also dass man sich sozusagen auch so ein bisschen blank macht in Richtung, technisch kann ich dir da nicht weiterhelfen, aber vielleicht kriegen wir das Problem im Laufe der Woche irgendwie gelöst. Dieses Eingeständnis, dass man da unzulänglich ist und eben gar nicht so der technisch Allwissende, für den einen immer alle halten, wenn man da vorne steht und über Technik und gesellschaftliche Fragestellungen redet. Das ist, glaube ich, eine relativ wichtige Grundvoraussetzung, die gegeben sein muss, damit man als Bildungsreferent sagt, ich mache das so. Also ich finde, es soll den Leuten Mut machen, es zu tun, also den Bildungsreferentinnen und Referenten Mut machen, es zu tun, die sich diese technische Versiertheit eben gar nicht so zutrauen, weil man sie zu einem großen Teil eben anfangen kann, an die Teilnehmenden selbst auszulagern. Also mit ihnen zusammen über Lösungen nachzudenken und gar nicht so sehr selbst als derjenige dazustehen, der für die Infrastruktur verantwortlich ist, wie das ja wäre, wenn ich die bereitstelle. Dann bin ich peinlich berührt, wenn das WLAN nicht geht oder wenn der E-Mail-Client nicht richtig eingerichtet ist oder. Und solange das deren Plattform ist, kann man da, glaube ich, wesentlich befreiter rangehen, als man das häufig meint, wenn man so im ersten Schritt darüber nachdenkt.